Josef II., ein revolutionärer Freigeist, wird Kaiser und widersetzt sich der Politik seiner Mutter. Das sind die Persönlichkeiten, die ich liebe, denn sie sind nicht schwarz und nicht weiß. Seine Schwester, Marie Antoinette, verkörpert den Lebensstil, der die französische Revolution heraufbeschwört und auch das Habsburgerreich bedroht. Sein Schicksal ist es, die Epoche mit dem Monarchen zu vereinigen. Es ist eine Zeit des verschwenderischen Prunks und abgrundtiefer Armut. Und ein Herrscher wird sein Reich von Grund auf neu denken. Der Adel behandelt die Menschen wie Tiere. Die Kirche hält sie dumm und abergläubisch. Ein Kaiser, der ein Jahrhundert zu früh auf die Welt gekommen ist. Rebellion. Ehrgeiz. Weitsicht. Was treibt diesen Reformer an? Slawikowitz, Mähren, 1769. Der römische Kaiser deutscher Nation, Josef II., ist auf dem Weg zu einer heiklen Mission. Ein historisches Treffen mit dem Preußenkönig Friedrich dem Großen, dem Erzfeind seiner Mutter. Die Zukunft Europas steht auf dem Spiel. Was führt Josef im Schilde? Josef fiebert dem Treffen entgegen. Schon als 15-Jähriger spielt er die glorreichen Schlachten Friedrichs II. Gegen die Habsburger auf dem Spielbrett nach, parallel zum Frontverlauf des österreichischen Erbfolgekrieges. Sehr zur Empörung seiner Mutter Maria Theresia. Der österreichische Thronfolger ist beeindruckt von der militärischen Stärke des Preußenkönigs als auch seiner Volksnähe und den sozialen Reformen. Neben den kriegerischen Auseinandersetzungen droht eine andere Gefahr. Die Felder der Bauern leisten keinen Ertrag mehr. Der Krieg hat seinen Tribut gefordert. Armut und enorme Hungersnöte plagen das Land. Der Kontinent ist aufgerieben. Und sowohl Josef II. Als auch Friedrich der Große ahnen, dass sie reagieren müssen. Eine Zeitenwende steht bevor. Josef II. War bekanntlich ein Verehrer von Friedrich dem Großen, was ein Stachel im Fleisch seiner Mutter war, weil die ja den Friedrich den Großen als ihren größten Feind betrachtet hat. Und er war ein Aufklärer, das heißt, er hat sich positioniert, Friedrich II., als jemand, der mit den führenden Intellektuellen Europas, mit Voltaire zum Beispiel, mit dem er korrespondiert hat, und mit den Franzosen in Kontakt stand. In Schlesien, dem heutigen Polen, treffen die beiden Monarchen im fürstbischöflichen Schloss Neisse aufeinander. Wie sollen sich vorherige Kriegsgegner im hierarchischen Spannungsverhältnis zwischen römischer Kaiser und preußischer König begegnen? Schließlich umarmen sie sich bei der ersten Begegnung wie Brüder. Ich denke, das hängt natürlich wieder mit seiner Elternbeziehung zusammen. Einerseits diese übermächtige Mutter und andererseits ein Vater, der wirklich das genaue Gegenteil von Friedrich war. Also Franz Stephan von Lothringen war ein sehr umgänglicher, ein freundlicher Mensch, ein dem Genuss zugewandter Mensch, der also wirklich noch so ein Barockpotentat war, der gerne gut gelebt hat, der diese prächtigen Gewänder getragen hat. Also eigentlich so ein verweichlichter Höfling des Barock, wenn man als moderner Mensch in dieser Zeit gelebt hat und etwas ganz Neues und anderes wollte. Und dieses neue Ideal, das hat eben Friedrich verkörpert, ein Soldat nach dem Vorbild der Antike. Das war das Bild, das Josef gefallen hat und das er für sich umsetzen wollte. In Neisse verbringen die beiden Monarchen 3 Tage miteinander, diskutieren über die Machtverhältnisse in Europa und die Gefahr revolutionärer Eruptionen. Die Leibeigenschaft der Bauern sei das Problem der Stunde. Doch während Josef danach trachtet, die Macht des Adels zu brechen, rät ihm Friedrich strikt davon ab. Zu stark wirkt die Abhängigkeit von Geld und Leibeigenen im Falle eines Krieges. Wie wird Josef sich entscheiden? Das sind wirklich 2 Monarchen, die sich in einigen Aspekten sehr ähnlich sind, aber psychologisch dann sehr unterschiedlich. Es
liegen hier die Briefe, die Kaiser Josef an seine Mutter gerichtet hat, mit den Berichten über seine Begegnungen mit Friedrich II. Man liest in diesem Bericht aus dem Jahr 1769, dass der König ein Genie sei in den Augen Josefs II. Und in weiterer Folge aber stellen doch beide Herren in ihren Äußerungen fest, dass sie doch sehr geschickt arbeiten, und er nennt ihn auch bei einer Gelegenheit einen Gauner. Und Friedrich II. In seinen Briefen, etwa an Voltaire, ist da auch nicht sehr zurückhaltend. Friedrich schreibt über den fast 30 Jahre jüngeren Kaiser: Europa wird in Flammen stehen, wenn er seine Alleinregentschaft antreten werde. Aber auch, er ist ein Kaiser, wie wir ihn in ganz Deutschland seit langem nicht hatten. Josef II. Wurde mitten im österreichischen Erbfolgekrieg geboren. Seine Mutter Maria Theresia war die letzte Erbin des Habsburgerreiches, und im Verständnis der Zeit war es also eigentlich völlig undenkbar, dass eine Frau dieses gewaltige, riesige Reich wirklich regieren und zusammenhalten kann. Das heißt, obwohl ihr Vater dafür gesorgt hat, dass die europäischen Mächte seine Tochter als Erbin anerkennen, haben die nichts anderes zu tun gehabt, als sofort nach seinem Tod zu den Waffen zu greifen und dieses Reich zu bedrohen und haben versucht, es unter sich aufzuteilen. Eine große Bürde, unter der Josef 1741 schon geboren wird, nach drei Schwestern. Ein Sohn! Es ist endlich ein Sohn! Ja! Auf dem Thronfolger ruhen nun alle Hoffnungen. Ich glaube, dass Josef von Geburt aus und natürlich auch durch die Rolle, in die er hineingeführt wurde von Anfang an, ich werde der künftige Kaiser und ich werde der Regent aller dieser Herrschaften in der großen Monarchie sein, sich für was Auserwähltes und für was Besonderes gehalten hat. Auch der preußische Gesandte am Wiener Hof, Otto Christoph von Podewils, bezeichnet den jungen Josef als hochmütig, unnachgiebig und faul. Das spiegelt die allgemeine Wahrnehmung des jungen Thronfolgers in seiner Kindheit. Nur sein Vater, Franz Stephan von Lothringen, scheint das wahre Wesen seines Sohnes zu erkennen. Er wählt die Erzieher und Lehrer für Josef aus und schafft eine Atmosphäre der Freiheit und Toleranz, in der libertäre Gedanken willkommen sind. Josef kann sich frei entfalten. Italienischen Staaten, Schweden und Russland sollen diesen Block. Im Gegensatz zu Josef ist sein Vater in politischen Angelegenheiten zurückhaltend. Er überlässt die Regierungsgeschäfte und das Kriegsgeschehen seiner Frau Maria Theresia und experimentiert mit neuen Wirtschaftsformen, um vor allem das Vermögen der Familie zu vermehren. So, Graf Kohler hat neue Lehrpläne. Während sämtliche Brüder und Schwestern des jungen Thronfolgers bereits von Kindesbeinen an auf die habsburgische Heiratspolitik vorbereitet werden, steht bei Josef die Ausbildung an erster Stelle. Seine Lehrer Johann Christoph von Bartenstein und Christian August von Beck machen ihn mit modernen Ideen aus dem Ausland vertraut. Zum ersten Mal erfährt er von Pflichten des Herrschers gegenüber dem Volk, im Gegensatz zu einem Machtanspruch, der sich von Gott ableitet. Außerdem studiert er römische Geschichte und lernt, wie ein Reich zu führen ist. Ahnt er, dass auch große, scheinbar unzerstörbare Reiche untergehen können? Beide Lehrer sind bürgerlich und protestantische Konvertiten, für den Thronfolger lebende Vorbilder für die Toleranz gegenüber anderen Religionen. Es gab immer wieder auch Auseinandersetzungen darüber, was soll Josef lesen und was darf er lesen. Maria Theresia war der Meinung, dass diese bösen Franzosen nicht gelesen werden sollten. Und Franz Stephan war hier viel toleranter und aufgeschlossener. Das heißt, letzten Endes hat Maria Theresia sich in das Erziehungsprogramm nicht wirklich eingemischt. Und es ist zu vermuten, dass sie nicht ganz so genau Bescheid wusste, wie naturrechtlich gesinnt zum Beispiel gerade Beck gewesen ist. Naturrecht heißt, die Menschen sind vor Gott gleich und haben alle die gleichen Rechte, was also schon eine sehr revolutionäre Botschaft war.
Mit diesem Selbstverständnis formuliert er bereits mit 22 Jahren ein erstes politisches Programm. Seine sogenannten Reveries, zu Deutsch Träumereien, sind der politische Entwurf für einen modernen Staat, in dem alle Menschen die gleichen Chancen und Rechte haben, die Tüchtigen gefördert und die Mächtigen entmachtet werden. Alles beruhe auf dem persönlichen Verdienst, fordert er und greift damit das Weltbild an, auf dem Maria Theresias Herrschaftsanspruch fußt. Für ihn leitet sich die Macht nicht von Gott, sondern von seinen Untertanen ab. Eine Revolution von oben? Die Reformen wären viel zu weit gegangen, als das Maria Theresia gutiert hätte. Der Grundgedanke war, dass er versucht hat, dass eben die Gleichheit der Menschheit, was später dann in der Französischen Revolution ja versucht wurde, Wirklichkeit werden zu lassen, schon bei ihm im Gedanken ist. Es war eigentlich keine Träumereien, sondern es war ein revolutionäres Staatsprogramm, das letztlich auf die Entmachtung des Adels abgezielt hat. Des Seigneurs que j'attaque, also den Adel, den ich attackiere. Josephs Reveries, dem politischen Kampfprogramm eines 22-Jährigen, hält er ein Leben lang die Treue. Sie sind eindeutig die Frucht dieser Lehrjahre. War es Franz Stephan bewusst, welche Weichen er für den Konflikt zwischen Mutter und Sohn gelegt hatte? War es womöglich auch politisches Kalkül, weil er die Zeitenwende erkannt hatte? Für Josef II. Waren die Ideen der Aufklärung, die zu seiner Zeit kursierten, eine ganz wesentliche Basis, die er auch über seine Erziehung mitbekommen hat. Das heißt, einerseits ist es die zielgerichtete Ausbildung des Thronfolgers auf Basis dieser Ideen und auf der anderen Seite ist es auch die Neugierde und der Erkenntnisdrang, der damit verbunden ist, zu sehen, in welcher Situation sich seine zukünftige Herrschaft befindet. Hat er dir nie den Wunsch, einem höheren Prinzip zu folgen? Wollt ihr dir niemals mehr tun? Nein. Ich habe einfach immer nur das Beste getan, was in meinem Vermögen stand. Nun, das ist mir nicht genug. Ich möchte dem Staat dienen. Die Kaiserin lässt ihrem Sohn keinen Raum zu handeln. Er soll sich ihrer Politik fügen, nach dem altbewährten habsburgischen Motto Bella gerant ali, tu Felix Austria nube. Kriege führen mögen andere, du glückliches Österreich, heirate. Und schon ist die Kutsche mit der Braut des österreichischen Thronfolgers auf dem Weg nach Wien. Die Habsburger planen eine prächtige Hochzeit zwischen Josef, dem zukünftigen Kaiser, und Isabella von Bourbon-Parma. Die Ehe als reiner politischer Schachzug. Sie soll die Stärke der Monarchie demonstrieren und das neue Bündnis mit dem ehemaligen Erzfeind Frankreich stärken. Der Bräutigam sträubt sich. Ich freue mich schon darauf, mit deiner Braut Italienisch zu sprechen. Sag die Hochzeit ab. Ich denke, dass die Ehe nicht der richtige Weg für mich ist. Eine Frau ist eine Ablenkung. Ich möchte mich auf die Regierungsgeschäfte konzentrieren. Reformen, mich um das Reich kümmern. Nun, du wirst heiraten, Josef, für das Volk. Ja, aber was, wenn ich... Wenn du das nicht willst, kannst du sehr gerne Priester werden und Leopold deinen Thron überlassen, falls dir die große Politik doch zu viel ist. Ich glaube, es gab damals nicht einen einzigen Hof in Europa, als Josef im heiratsfähigen Alter war und auch danach nicht. Dazu brauchte es ja die Französische Revolution, wo die Kinder eines Monarchen und vor allem der mächtigsten Frau Europas entscheiden konnten, ob sie heiraten wollten oder nicht. Sie hatten kein Mitspracherecht und die Wahl der Ehepartner war eine politische Entscheidung, die mehrere Allianzen voraussetzte. Es war zur Schau gestellte Machtpolitik,
die durchaus was kosten konnte, weil es genauso viel wert war im Wertsystem der frühen Neuzeit als ein gewonnener Krieg. Man sieht hier den unglaublichen Prunk und Aufwand, der betrieben wurde, um diese Hochzeit zu inszenieren. In der Mitte die schöne junge Braut, die vielen, vielen Kutschen, die sie begleiten, mit all den wichtigen Persönlichkeiten, die hier natürlich teilnehmen müssen. Es hat ja auch Unsummen gekostet, aber es musste sein, denn Josef war ja immerhin der Thronfolger für alle habsburgischen Erblande und er war der präsumtive Kaiser des Heiligen Römischen Reichs und als solcher musste er entsprechend mit seiner Braut in Szene gesetzt werden. Oktober 1760. Braut und Bräutigam kennen sich nicht und haben noch nie miteinander gesprochen. Josefs Schicksal wird an diesem Tag eine unerwartete Wendung nehmen. Ihr dürft nun die Eheringe miteinander tauschen. Da dürfte es irgendwie bei ihm gefunkt haben. Das ist das Menschliche bei ihm gewesen. Und er hat sie also maßlos verehrt. Eine verspätete Hochzeitsreise führt sie nach Mariazell. Es sind sorglose Tage auf gemeinsamen Reisen durch die Schönheit der österreichischen Provinzen. In den folgenden Monaten scheint Josef sogar die Politik zu vergessen. Isabella ist ihm Freundin, Ratgeberin und sogar jemand, mit dem er sich über moderne Ideen in der Staatsführung austauschen kann. Sie sind Seelenverwandte. Eins, zwei, drei, jetzt! Pressen, Eure Hoheit, pressen! Im März 1762 bringt Isabella ein Kind zur Welt. Ihr habt eine Tochter, Hoheit. Das Glück währt nur kurz. Erneut schwanger erkrankt Isabella an Pocken, muss frühzeitig gebären und stirbt kurz darauf im Kindbett. Nach nur 3 Jahren Ehe, Josef ist am Boden zerstört. Er hat sie sehr geschätzt, auch als intellektuelle Partnerin. Die hat auch sehr moderne Ansichten bezüglich der Erziehung von Mädchen und der Erziehung von Prinzessinnen geäußert. Und es kann durchaus auch sein, dass diese aufgeklärten Vorstellungen zum Teil auch von ihr mit beeinflusst waren. Der Triumphbogen in Innsbruck erinnert an den Wendepunkt in Josefs Leben. Sein Vater Franz Stephan stirbt 1765 während der Hochzeitsfeierlichkeiten des Bruders Leopold. Und Josef wird plötzlich neuer römisch-deutscher Kaiser. Für Josef II. Ist das genau dieser Einschnitt, den auch der Triumphbogen hier symbolisiert. Weil auf der einen Seite ist es das Alte, das Barocke, das auf dieser Seite noch präsentiert wird. Und auf der anderen Seite ist es die Apotheose von seinem Vater und das Erbe, das er damit antritt, das sowohl ein persönliches Erbe ist, aber auch ein Erbe der Herrschaft und gewissermaßen auch eine Bürde und zugleich ein Auftrag. Die Testamentseröffnung offenbart, dass Josef als Universalerbe feststeht. Franz Stephan, einer der erfolgreichsten Unternehmer seiner Zeit, vermacht seinem ältesten Sohn 22 Millionen Gulden. Nach heutigem Wert etwa mehrere hundert Millionen Euro. Was machst du denn? Und Josef handelt konsequent.
im Sinne seiner Ideale. Wir freien das Land von Schulden. Das, glaube ich, ist etwas ganz Bezeichnendes für das Pflichtbewusstsein, das Josef II. In seiner Regentschaft oder in seiner Lebensausgestaltung an den Tag legt, indem er nämlich nicht so sehr unterscheidet zwischen Josef als Privatier und Josef als Vertreter des Staates oder als Spitze des Staates. Er investiert einen Großteil dieser Summe, die er von seinem Vater erbt, in die Staatsgeschäfte und deckt damit die angehäuften Staatsschulden. Jetzt herrscht Josef, formal sogar über Maria Theresia, als römisch-deutscher Kaiser. Aber das habsburgische Oberhaupt bleibt nach wie vor seine Mutter. Und sie denkt nicht daran abzudanken. Warum? Will sie sich seinem Geburtsrecht in den Weg stellen, um seinen Reformwillen zu brechen? Sieht sie ihr Lebenswerk bedroht? Und gefährdet sie mit ihrem Widerstand vielleicht sogar die Rettung der Monarchie? Ich habe schon gehört, was du willst. Ja, ich gehe auf Reisen. Also gut, ich werde dir ein Gefolge zur Verfügung stellen. Nein. Allein. Inkognito. Das ist absolut ausgeschlossen. Mutter, ich habe keine Angst vor meinen Untertanen. Es ist gefährlich und es ist nicht standesgemäß. Mutter versteht. Ich muss weg. Ich halte dieses Ganze. Ich muss weg. Wie ein Getriebener reist Josef durch Europa. Wovor flüchtet er? Er nutzt die Gunst der Stunde, um Erkenntnisse zu sammeln, die er für seine Reformen braucht. Kein Monarch seiner Zeit wird so viel unterwegs sein wie er. 50.000 Kilometer legt er zurück, quer durch Böhmen, Galizien, Italien, Frankreich, die österreichischen Niederlande und sogar Russland. Ganz nach dem Vorbild der Inspektionsreisen seines Idols, Friedrich dem Großen, erforscht er die Lebensbedingungen seiner Untertanen und verzichtet dabei auf jeglichen Luxus. Er will unerkannt bleiben und reist inkognito als Graf Falkenstein. (1770) und 1771 sterben in Böhmen durch zwei Ernteausfälle 600.000 seiner 4 Millionen Einwohner an Hunger. Böhmen ist das Herzstück des Reiches. Die Ursache sieht Josef, wieder einmal, in der Profitgier des Adels und im Schlendrian der Behörden. In der Folge lässt er Getreide aus Ungarn liefern, um die Not zu lindern. Im Zuge dieser Hungersnot, die er mehr oder weniger vor Ort kennenlernt, erkennt er auch, welche Probleme jetzt nicht nur von staatlicher Seite vorhanden sind, sondern er erkennt auch, dass ein Grundproblem, zumindest was Böhmen betrifft, ist diese Leibeigenschaft und mehr oder weniger die Untertänigkeit der bäuerlichen Bevölkerung gegenüber den Grundherren. Das heißt, dieses alte System funktioniert nicht mehr. Die leibeigenen Bauern stellen den Großteil ihrer Arbeitskraft den Grundherren zur Verfügung. Dazu kommen Abgaben und horrende Steuern. Josef schickt seiner Mutter als demonstratives Zeichen einen unterdimensionierten Laib Brot aus Prag, weil die Getreidepreise dort stetig steigen. Ein symbolträchtiges Alarmzeichen, auch für die Öffentlichkeit. Er sieht die Gefahr einer bevorstehenden Revolution vorher. Lässt sich Maria Theresia endlich erweichen? Mutter, ihr müsst sehen, wie rückständig unsere Länder sind. Der Adel behandelt die Menschen wie Tiere. Die Kirche hält sie dumm und abergläubisch. Reformen funktionieren nicht. Sie können nicht funktionieren, ehe wir die Leibeigenschaft abschaffen. Die Leibeigenschaft abschaffen, Josef. Wenn wir das tun, dann bringen wir den gesamten Adel gegen uns auf. Und das können wir nicht machen. Im Gegenteil. Wir müssen. Auf seinen Reisen kommt Josef durch Mähren und er macht Halt in Slawikowitz nahe Brünn, weil seine Kutsche Radbruch erleidet. Ein legendäres Ereignis passiert. Josef steigt auf das Erntefeld herab und greift nach dem Pflug eines Bauern, um selbst den Acker zu bearbeiten. Alle Anwesenden trauen ihren Augen nicht. Der Kaiser als Bauer. Ein Bild,
das Geschichte schreiben wird. Die Reisen von Josef II. Bringen ihn gewissermaßen dem Volk näher. Er ist aber jetzt kein Humanist per se, der sich also um das leibliche Wohl des Volkes an sich kümmern würde, sondern er ist durchaus Pragmatiker. Und im 18. Jahrhundert ist das Kapital, das ich brauche, um den Staat auszugestalten, eigentlich nur über die Landwirtschaft, salopp formuliert über die Bauern und die Untertanen zu finanzieren. Das heißt, jede Besserstellung der Untertanen, der bäuerlichen Untertanen, resultiert letztendlich in einer besseren Ausgestaltung des Staates, so wie er von Josef II. Gedacht worden ist. Immer häufiger kommt es zum heftigen Streit zwischen der dominanten Mutter und ihrem ehrgeizigen Sohn. Sieht sie sich als Sachverwalterin ihrer Zeit, die mit Josefs Ideen unterzugehen droht? Wie lange kann sie ihre Erfahrungen seinen Ideen entgegenhalten? Er droht mit Abdanken. Mehrmals. Hoheit, bitte. Ihr gingen viele seiner Ideen zu weit und ihm ging ihr Reformprogramm zu langsam. So könnte man es vielleicht auf den Punkt bringen. Es gibt aber Bereiche, wo sie gut kooperiert haben. Und ich würde sagen, das waren die Bereiche der Bildungspolitik vor allem. Es ist auch Josef wichtig gewesen, dass dieses allgemeine die allgemeine Schulpflicht durchgeführt wird. Und da haben sie an einem Strang gezogen. Sie haben auch gut kooperiert in der Frage der Rechtskodifikation. Das war Josef ein großes Anliegen, diese Vereinheitlichung des Rechts. Es gab die Hauptfriktionen hinsichtlich der katholischen Kirche, wiewohl auch hier nicht zu übersehen ist, dass es schon Maria Theresia gewesen ist, die zwar widerstrebend, aber immerhin die Jesuiten vertrieben hat. Sie hätte sicherlich protestiert, wenn sie gewusst hätte, wie radikal Josef dann mit den Klosteraufhebungen vor sich gehen würde. Was machst du da? Solltest du nicht in deinem Arbeitszimmer sein? Die Arbeit kann auch etwas warten. Woran arbeitest du gerade? An dem Toleranzpatent. Warte bis nach meinem Tod, dann veröffentliche es. Ce qui appelle beaucoup de questions de la part des historiens et moi. Was vielen Historikern, auch mir, immer wieder Fragen aufwirft, ist Josefs Beziehung zu seiner Mutter. Das heißt, eine Beziehung der Liebe und des Hasses. Und im Grunde, wenn seine Mutter im Sterben liegt, ist er an ihrer Seite und umsorgt sie während ihres Leidens. Mit viel Kummer und viel Aufmerksamkeit. Ich habe aufgehört, Sohn zu sein, und dies war es doch, was ich am besten zu sein glaubte. So schreibt Josef am 29. November 1780, als Maria Theresia stirbt. Ein Moment, den er sich womöglich schon mehrmals herbeigesehnt hat und der nun mit voller Wucht zuschlägt. Wer begehrt Einlass? Maria Theresia. Eine einfache Sünderin. Sie soll eintreten. Am Beginn seiner Alleinregentschaft steht weniger Euphorie, sondern vielleicht auch ein bitterer Gewissenskonflikt, obwohl ihm bei der Erfüllung seiner Lebensaufgabe niemand mehr im Wege steht. Als Friedrich II. Vom Tod der Kaiserin hört, ruft er aus: Voilà, eine neue Ordnung der Dinge. Wenn Ludwig der 16. seinem Schwager Josef II. Ähnlich gewesen wäre, hätte es vermutlich keine französische Revolution gegeben. Zumindest nicht in der Form, wie wir sie heute kennen. In Frankreich herrscht bereits 3 Jahre zuvor Unmut über die Monarchie. Josef II. Besucht das Königspaar in Versailles. Marie Antoinette, die Lieblingsschwester des habsburgischen Kaisers,
ist bereits mit 14 Jahren an den französischen Hof verheiratet worden. Seit 7 Jahren hat Josef seine Schwester nicht mehr gesehen. Das Bündnis zwischen Österreich und Frankreich ist angeschlagen und verlangt endlich einen Thronfolger. Josef soll seine Schwester an ihre ehelichen Pflichten erinnern. Gerüchten zufolge füllt sie ihre Tage hauptsächlich mit Mode und Festbanketten. Josef besuchte Frankreich schon im Jahr 1777. Im Grunde fuhr er an den französischen Hof, um das Verhalten seiner Schwester zu kontrollieren, weil er in Wien von ihrem, sagen wir, frivolen Leben gehört hatte. Scheinbar muss Josef den französischen König in Angelegenheiten der Liebe unterrichtet haben, denn kurz darauf wird Marie Antoinette tatsächlich schwanger. Der habsburgische Kaiser sorgt für Schlagzeilen, weil er das Quartier am Hof ausschlägt. Zu neugierig ist er auf die Hauptstadt Paris und das Leben des einfachen Volkes. Endlich ist er in Frankreich mit seinen richtungsweisenden Ideen. Wie wird ihn das Land der Philosophen aufnehmen? Obwohl er inkognito reist, weiß ganz Paris um seinen edlen Gast. Anekdoten erzählen von einer denkwürdigen Begegnung mit den sogenannten Fischweibern, auf Französisch Poissarden. Sie werden über ein Jahrzehnt später während der Französischen Revolution die Unterzeichnung der Menschenrechte vom König erwirken. Hat ihn das noch mehr sensibilisiert für die Bedürfnisse im eigenen Land? Die modernen französischen Fabriken, Krankenhäuser und Hafenanlagen imponieren dem Kaiser. Liegen hier die Wurzeln der Inspiration für seine architektonischen Reformpläne? Seine Erfahrungen im Hotel Dieu, dem ältesten und größten Krankenhaus Frankreichs, führen nachweislich zu einer baulichen Maßnahme in Wien. In Paris stößt er auf übervolle Patientenbetten, die Arme und Kranke neben tote Betten. Diese Missstände werden in Wien berücksichtigt und Josef errichtet mit dem allgemeinen Krankenhaus das damals modernste Krankenhaus Europas. Es hat frische Luft gegeben. Es hat nur ein Bett pro Person gegeben. Und das ist schon eine unglaubliche Neuerung für Menschen, die ja arm waren und die ja nicht das Geld hatten, hier Reichtümer dem Rechtsträger des Krankenhauses zu übermitteln. Es hat auch Ernährung gegeben für diese Menschen. Und sie wurden, damit man eben den Fehler des Hotel Dieu, wo alle in einem sozusagen lagen, vermeiden kann, wurden sie in einzelne Abteilungen, die auch bestimmt abgegrenzt waren, aufgenommen. Mit dem Josephinum gründet der Kaiser auch eine eigene Akademie zur Ausbildung von Militärärzten für die österreichische Armee. Sind seine gesundheitspolitischen Ambitionen Teil eines größeren Plans? Während Josef seine Eindrücke aus Frankreich erfolgreich umsetzt, kann er seinen Schwager Ludwig XVI. Nicht davon überzeugen, den Hof zu verlassen und die Not seiner Untertanen kennenzulernen. Die Etikette am französischen Hof ist zu starr und unüberwindbar. Das Königspaar lebt völlig abgehoben als Gefangene des Hofzeremoniels, ohne Kenntnis der Lebensbedingungen im eigenen Volk. Tatsächlich hinterlässt Josef vor seiner Rückkehr nach Wien eine 20-seitige Denkschrift für seine Schwester Marie Antoinette mit den Worten: Verhütet die Revolution, sonst wird sie grausam sein. Seine Worte sind prophetisch. Als er die damalige Situation in Frankreich in Augenschein nahm, sagte er dem zukünftigen König von Frankreich ganz im Privaten: Wenn es so weitergeht, wird eine Revolution ausbrechen. 12 Jahre später steht Paris in Flammen. Mit dem Sturm auf die Bastille beginnt die Französische Revolution. Josef kommentiert trocken: Meinem Schwager geschieht ganz recht. So muss es allen gehen, die ihre Minister regieren lassen. Wie schwer trifft es Josef, dass gerade seine Lieblingsschwester als Symbol eines Lebensstils in die Geschichte eingeht, der letztlich zur Revolution geführt hat? Das große Angstbild des europäischen Adels und der Monarchen ist Wirklichkeit geworden. Von einem Tag auf den anderen ist nichts mehr wie vorher. Aber wie war es möglich, dass Josef diese Ereignisse so präzise vorhergesehen hat? Dass er bereits Jahre zuvor bei seinem historischen Treffen mit Friedrich II. Über die Gefahr einer Revolution beraten hat?
Sein Wahlspruch, den sich Josef als Kaiser des Habsburgerreiches selbst auferlegt hat, lautet Virtute et exemplo, durch Tugend und Beispiel. Sein Ziel? Das Gemeinwohl fördern durch umfassende Reformen. Deshalb versucht er um jeden Preis, seine gesamte Mitregentschaft hindurch bis zur Alleinherrschaft Kontakt mit dem Volk zu halten. Und dabei entpuppt er sich als wachsamer Stratege, vielleicht sogar ein Grund, warum Josef das Pflügen am Feld medienwirksam inszeniert haben könnte. Wollte er sich selbst als Bauernbefreier stilisieren? Ist die Legende vom Kaiser am Pflug am Ende ein ausgeklügelter PR-Gag? Dieses kaiserliche Pflügen fand großen Anklang. Es war eine absolute Sensation. Das hatte noch keiner gemacht. Die Nachricht verbreitete sich in ganz Europa und vor allem in die Wiege der Aufklärung nach Frankreich. Dort hat der bekannte Physiokrat Dupont de Nemours sofort in seiner Zeitung über dieses Ereignis berichtet. Er äußerte sogar die Überzeugung, dass der zukünftige französische König, den er in dem Artikel noch Dauphin nennt, eine solche Geste gegenüber dem einfachen Volk zeigen könnte. Und tatsächlich, angeblich pflügte Ludwig XVI. Im Schlossgarten von Versailles eine ähnliche Furche. Im Artikel hieß es weiter, dass alle Herrscher Europas, die ihr Volk glücklich sehen wollen, sich auf diese Weise verhalten und die Ideen der Aufklärung fördern sollen. In einem Reiche, das ich regiere, muss, nach meinen Grundsätzen beherrscht, Vorurteil, Fanatismus, Parteilichkeit und Sklaverei verschwinden, damit jeder meiner Untertanen in den Genuss seiner angeborenen Freiheiten eingesetzt werden kann. Diese Ansprüche verkündet er beim Amtsantritt als Alleinherrscher 1780, als er mit dem Tod von Maria Theresia die Regierungsgeschäfte übernimmt. Nun verliert er die letzten emotionalen Bedenken, erholt zum entscheidenden Schlag gegen die bestehende Weltordnung in seinem Reich aus und erlässt ein Toleranzpatent für Religionsfreiheit in allen habsburgischen Landen, das Wogen schlägt über den ganzen Kontinent. Es folgt eine Kirchenreform, die das System Kirche neu denken wird. Josef II. Beginnt also hier eine große Reform, die die Kirche natürlich massiv beeinträchtigt. Und er schließt vorwiegend jene Klöster, die aus seinem Dafürhalten zu wenig für die Allgemeinheit tun. Und gleichzeitig aber auch ist ihm wichtig, dass er die Klöster nicht schließt im Sinne von, das Geld kassiert er für sich, sondern das Geld, das aus diesen Klösterschließungen heraus resultiert, investiert er in die Ausbildung der Pfarrer und in die Aufrechterhaltung der kirchlichen Strukturen. Josef lässt 700 Klöster schließen, die sich weder in der Erziehung noch in der Krankenpflege engagieren und gründet dafür 3000 neue Pfarreien. Viele Mönche sind zu Bettlern geworden. Aber der Kaiser geht noch weiter. Er reduzierte die Anzahl der katholischen Feiertage, weil er es für Faulenzen hielt. Das war ein Phänomen. Es gab damals an die 150 Feiertage pro Jahr. Für ihn als aufgeklärten Denker bedeutet das einen immensen wirtschaftlichen Verlust. Doch bei dieser Maßnahme verstand er die Mentalität der von ihm regierten Bevölkerung nicht ganz. Und er glaubte tatsächlich, die Menschen durch seine Reformschritte vom Vorteil und Nutzen dieser Maßnahmen überzeugen zu können. Als Josef sogar die beliebte Wallfahrt nach Mariazell verbietet, passiert etwas historisch Einmaliges. Papst Pius VI. Kommt persönlich nach Wien, um den Kaiser zu ermahnen. Doch das beeindruckt Josef wenig. Erinnert ihn Mariazell womöglich an die schönen Tage mit Isabella während ihrer Hochzeitsreise? Zwischenmenschlich isoliert sich der Kaiser immer mehr. Seine zweite Ehefrau, Maria Josepha von Bayern, die er aus dynastischen Gründen heiratet, ignoriert er Zeit ihres Lebens kaltblütig. Er bleibt sogar ihrem Begräbnis fern,
nachdem sie bereits in jungen Jahren an einer Pockenerkrankung stirbt. Die einzige Frau, für die er sich dann noch einmal interessieren wird, Fürstin Eleonore von Liechtenstein, erteilt ihm eine Abfuhr. Er sucht Befriedigung bei den sogenannten öffentlichen Mädchen, die ihn eher abstoßen. Ich denke, dass Josef im Grunde ein Einzelgänger war. Also, man sagt ihm nach, in die Freudenhäuser von Wien gegangen zu sein. Nun gut, das war sein Recht. Er existierte sowohl als Mann wie als Herrscher. Aber ich glaube nicht, dass er wirklich ein Mann mit einer starken Libido war. Man findet bei jedem etwas Gutes. Was? Selbst bei mir? Ja. Eure Traurigkeit. Schließlich nimmt sein Anliegen, das Leben im Reich neu zu ordnen, zwanghafte Züge an. Rund 6000 Verordnungen und Gesetze erlässt er, das entspricht in etwa 2 pro Tag. Und er fühlt sich für alles zuständig. Seine Soldaten werden angewiesen, bei der Körperpflege nicht zu viel Puder zu verwenden. 1786 verbietet Josef sogar die Herstellung von Pfefferkuchen, weil er schlecht für den Magen sei. Was ist aus dem flugschwingenden Volkshelden von einst geworden? Bringen die fehlende Liebe und Geborgenheit etwa autistische Züge zum Vorschein? Im ganzen Reich regt sich mittlerweile Widerstand. Vor allem der Adel setzt auf eine Gegenrevolution. Die habsburgischen Niederlande, im Kern das heutige Belgien, sagen sich von Wien los. In Ungarn verweigert der Adel die Zahlung der Steuern. Und zu allem Überdruss stürmt 1788 der Mob wegen gestiegener Brotpreise die Wiener Bäckereien. Josef sieht sich gezwungen, die meisten seiner Verordnungen wieder rückgängig zu machen. Nur 10 Jahre nach seiner Mutter stirbt auch er, verhärmt und einsam. Mit der Verkündung seines Todes geht ein Aufatmen durch das ganze Reich. Er wird in einem schmucklosen Sarg in der Kapuzinergruft beigesetzt, am Fuße des barocken Prunksarges seiner Eltern. Aus einem seiner letzten Briefe: Im Innersten überzeugt von der Integrität meiner Absichten, habe ich die Kraft zu hoffen, dass nach meinem Tode die Nachwelt günstiger, unparteiischer und folglich gerechter als meine Zeitgenossen über meine Taten denken und meine Ziele prüfen wird. Josef II. Wird sich vielleicht persönlich als gescheitert erlebt haben auf seinem Totenbett. Doch man kann überhaupt nicht sagen, dass sein Programm gescheitert ist, sondern im Gegenteil, seine Reformen haben die Grundlage für all das geschaffen, was dann im späteren 19. Jahrhundert Realität geworden ist und was letztlich zum modernen demokratischen Verfassungsleben des 19. und 20. Jahrhunderts geführt hat. 58 Jahre später. Tatsächlich sollte es bis zur Märzrevolution im Jahre 1848 dauern, bis die letzten Reste des Feudalstaates beseitigt werden, was Josef mit der Abschaffung der Leibeigenschaft seinerzeit eingeleitet hatte. Erst lange nach seinem Tod berufen sich die Revolutionäre auf den eigensinnigen Kaiser und seinen Weitblick in sozialen Fragen. Er wird verherrlicht als der Reformkaiser schlechthin. Josef war natürlich ein Visionär, er war ein großer Politiker, er war ein großer Reformer und er ist dadurch auch so zu eine Art Mythos geworden. Josef II. War vielleicht, wie es wie ein Roman über ihn geheißen hat, ein Jahrhundert zu früh auf die Welt gekommen. Seine Denkweise hätte wohl überall die Monarchie retten können. Die
Durch seinen ideologischen Eifer und seine kompromisslose Härte verliert Josef das Herz seiner Untertanen. Aber mit seinen revolutionären Ideen verlängert er das Reich der Habsburger um mehr als ein Jahrhundert. Josef II., der Rebell auf dem Thron.